liebe Mitfeiernde zu Hause. Eine tiefe Stille liegt über dem Tag heute. Jesus, der Sohn Gottes, steigt hinab in Finsternis und Tod. Dort sucht er alle Menschen, die selbst im Dunkeln sind, um für uns da zu sein, auch in allem Schweren und Todtraurigen, um uns festzuhalten und zu ermutigen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Gott lässt uns nicht im Stich. Er kommt bis in die dunkelste Verlassenheit zu uns. Darum entzünden wir jetzt gerne eine Kerze, vielleicht auch Sie zu Hause, denken an Jesus und singen dann zweimal das Lied: Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Manchmal ändert sich das Leben sehr schnell. Wir alle haben das erlebt in den letzten Tagen. Auch Jesus hat das erlebt. Davon hören wir jetzt in der Passionsgeschichte. Gerade noch hat Jesus mit vielen Menschen in Jerusalem zusammen fröhlich ein Volksfest gefeiert, Pessach. Mit seinen besten Freunden, den Jüngern, hat er ein letztes Mal in großer Runde ein Essen dazu gehabt. Dann ist er mit ihnen in den Garten Gethsemane gegangen, am Ölberg in Jerusalem. Jesus will jetzt hier sein, um zu beten. Es ist dunkle Nacht und auch im Herz von Jesus ist es dunkel. Denn er hat Angst. Er weiß, dass es Menschen gibt, die ihn nicht mögen und die bereit sind, ihm Böses anzutun. Er hat Angst vor dem, was jetzt mit ihm passieren kann. Darum will er umso mehr, gerade jetzt, unter freiem Himmel mit Gott sprechen.
Die Freunde, die mit Jesus hierher gekommen sind, sind alle schon eingeschlafen. Sie können ihm darum nicht helfen. Die Nacht ist groß und schwarz. Jesus fühlt sich Mutterseelen allein. Angst ist bedrückend, vor allem dann, wenn man sich ganz allein damit fühlt. Wenn man nicht genau weiß, was kommt. Wir kennen das auch. Zum Glück gibt es fast immer Menschen, die uns in der Angst beistehen. Von nah und fern, auch in diesen Tagen. Eltern und Großeltern vielleicht. Oder Geschwister. Nachbarn, Freunde, Bekannte. Leute, die uns freiwillig ihre Hilfe anbieten. Menschen, denen es nicht egal ist, wie es anderen geht. Menschen, die wir anrufen können, wenn uns etwas auf dem Herzen liegt. Menschen, die eine Kerze anzünden und an uns denken. Das hilft. Und zum Glück dürfen wir auch Gott selbst immer wieder von unserer Angst und unseren Sorgen erzählen. So wie Jesus es getan hat, ganz oft in seinem Leben und besonders an diesem dunklen Abend in der Nacht im Garten Gethsemane. Jesus hat uns ein Versprechen gegeben. So wie er dürfen wir alle unsere Wünsche, aber auch unsere Sorgen in Gottes Hände ablegen, wie einen Stein, wenn wir beten. Wir dürfen alles loslassen und Gott geben. Beten wir darum jetzt ganz bewusst mit den Worten von Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Leider hatte Jesus recht mit seiner Angst im Garten Gethsemane. Soldaten kommen und nehmen ihn gefangen, obwohl er nichts Böses getan hat. Trotzdem wird er verhaftet, weggebracht und schließlich schuldig gesprochen. Die Soldaten schlagen ihn und machen sich lustig über ihn. Und er bekommt von ihnen eine Dornenkrone aufgesetzt. Jesus wird verurteilt zum Tod am Kreuz. Das Kreuz, das man ihm auf die Schultern legt, ist groß und schwer. Jesus muss einen harten Weg damit gehen. Bergauf zur sogenannten Schädelstätte nach Golgotha. Er fühlt sich sehr schwach. Aber er geht den Weg weiter und wehrt sich nicht. Er braucht keine Gewalt gegen andere, weil er die Menschen liebt, selbst die, die ihn hassen. Begleiten wir Jesus weiter auf seinem schweren Weg und singen wir dazu jetzt dreimal das Lied »Wechselnde Pfade«. Wechseln.
fällt Jesus mit dem schweren Kreuz hin. Er ist erschöpft und kann nicht weiter. Seine Füße tragen ihn einfach nicht mehr. Auch heute passieren auf unserer Welt viele Ungerechtigkeiten und viel Unglück, das den Menschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Wenn Menschen großes Leid erfahren oder große Sorgen haben, dann sagen wir manchmal, sie haben ein schweres Kreuz zu tragen. Manchen Menschen wird die Last ihres Lebens so schwer, dass sie, wie Jesus, keine Kraft mehr spüren und verzweifelt sind. An genau solche Menschen denken wir heute am Karfreitag besonders, wenn wir das Kreuz vor Augen haben. Wir können überlegen, was macht uns traurig und betroffen in diesen Tagen? An wen denken wir? Für wen wünschen wir uns ganz besonders die Nähe Gottes? An diesem Tag, wo Jesus für uns alle das Kreuz trägt, dürfen wir die ganze Schöpfung von Gott in unsere Fürbitten einschließen. Wir bitten für Menschen mit ungewisser Zukunft, gerade auch Kinder, für alle, die nicht wissen, wie sie sich und ihre Familie in diesen Tagen ernähren sollen. Menschen, die unter Krieg und Terror leiden. Alte, kranke Menschen. Sterbende und ihre traurigen Angehörigen. Wir bitten für alle Menschen, die sich ohnmächtig fühlen. Für alle in unsicheren Zuständen. Für Menschen, die schmerzlich getrennt sind von ihren Liebsten und solche, die gar keine Liebsten haben. Menschen in zerbrochenen Beziehungen. Menschen, die an nichts glauben und keine Hoffnung haben. Für alle Menschen, die die Last einer großen Verantwortung übernommen haben, in der Politik und Wissenschaft, in der Medizin, im Sozialwesen und in der Kirche. Menschen, die Einsatz zeigen. Solche, die auszugleichen versuchen, was vielleicht andere verbockt haben. Für Menschen, die mutig sind. Wir bitten für Menschen, die sich für andere und für die Erhaltung der Schöpfung stark machen. Für Menschen, die mehr Glaube, mehr Hoffnung und mehr Liebe in die Welt bringen. Und für alle, die Frieden stiften. Wir wollen jetzt einen kurzen Moment still werden, vielleicht sogar die Augen schließen und allen, an die wir gerade denken, einen guten Gedanken schenken, wenn jetzt die Musik ertönt.
Am Wegrand stehen viele Leute. Frauen, Männer und Kinder schauen traurig zu, wie Jesus beschimpft wird. Wie er verletzt das schwere Kreuz tragen muss und nicht mehr kann. Sie haben Mitleid, aber wissen nicht, wie sie Jesus helfen sollen. Sie haben Angst vor den Soldaten. Da kommt ein Bauer vom Feld, er heißt Simon von Cyrene. Simon sieht, wie Jesus Hilfe braucht. Er hilft ihm, das schwere Kreuz zu tragen. Jesus spürt auch die Nähe seiner Mutter Maria am Wegrand. Auch sie lässt ihn nicht alleine, auch wenn sie nichts tun kann. Ihre Liebe scheint machtlos. Aber als sie einander ansehen, spüren sie die tiefe Verbundenheit miteinander, die Liebe, die Trost schenkt. Auch wir stehen manchmal da und wissen einfach nicht, wie wir helfen sollen. Auch wir tragen nicht immer nur Gutes zur Situation bei und laden auch Schuld auf uns, statt zu trösten. So beten wir. Jesus, du hast das schwere Kreuz getragen und dich verletzen lassen. Für uns alle. Auch wir verletzen manchmal andere. Hilf uns, es in Ordnung zu bringen, wenn wir selbst andere verletzt haben. Schenk uns den Mut zu verzeihen und einander zu helfen, gerade wenn es schwierig wird. Jesus, darum bitten wir. Amen. Am Ende seines schweren Wegs wird Jesus mit Nägeln ans Kreuz geschlagen. Er muss große Schmerzen ertragen. Er spürt, wie der Tod ihm nahe kommt. Er spürt, wie er alles loslassen muss und alles verliert. Da vertraut er sich ganz Gott an und legt sein Leben in seine Hände. Bald darauf stirbt er. Thank you.
Durch das, was wir heute gehört haben, sind wir ernst geworden. Jesus ist gestorben. Es gibt viele Traurigkeiten in der Welt. Das Kreuz zeigt uns das. Doch das Kreuz, durch das Jesus gestorben ist, ist auch ein Zeichen der Hoffnung, nie allein zu sein, nicht einmal im Tod. Jesus ist da. Und bald ist das Kreuz ein Zeichen für neues Leben. Denn Jesus hatte vor langer Zeit vorausgesagt, ich muss leiden und sterben. Und ich tue es für alle Menschen, stellvertretend an ihrer Seite. Aber ich vertraue in allem auf die Kraft von Gott, meinem Vater. Selbst wenn ich sterben muss, wird der Tod nicht das letzte Wort haben. Gott ist stärker. Das ist ein großes Versprechen, das Jesus uns schenkt. Und das Kreuz ist ein Zeichen für dieses Versprechen. Darum sind in allen Kirchen von unserem Pastoralraum heute Kreuze aufgestellt. Sie alle, wenn Sie mögen, sind herzlich eingeladen, in die Kirchen vorbeizukommen, wo die Kreuze stehen. Vor dem Kreuz kann man sich ganz bewusst verneigen oder eine Kniebeuge machen. Bitte einfach, ohne die Kreuze zu berühren. Wir verneigen uns, weil das Kreuz uns zeigt, dass Gott unsere Ohnmacht sieht und dem Leid und dem Tod auf dieser Welt Ansehen verleiht. Für die Würde der Schwachheit, in die Gott sich hineingibt, und die Hoffnung auf Wandlung. Jesus geht mit uns ins Dunkel, um uns gerade darin nahe zu sein und uns wieder aufzurichten. Wer von Ihnen möchte, ist auch eingeladen, einen Stein beim Kreuz in der Kirche abzulegen. Ein Symbol für eine Sorge von sich selbst oder vielleicht auch stellvertretend für andere. Eine Last, die wir Jesus übergeben dürfen. Oder Sie bringen vielleicht eine Blume mit ans Kreuz, um daran zu denken, dass das Kreuz auch ein Symbol für die unendliche Liebe Gottes ist, in der wir alle teilhaben dürfen. Speziell für Kinder haben wir auch ein Nachdenkblatt zum Karfreitag in allen Kirchen aufgelegt und auf den Katecheseblock hochgeladen. So beten wir zum Abschluss dieser Feier. Gott sei vor uns, um uns den Weg zu zeigen. Er sei hinter uns, um uns den Rücken zu stärken. Und Gott sei an unserer Seite, was auch geschieht. Erweite unser Herz, zu lieben und für das Leben zu kämpfen. Heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Alles Gute für Sie.